Hallo, hallo, hier ist die Jutta von Funkelkram. Schön, dass du da bist. Und ich freue mich total, jetzt mit dir dieses Junk Journal hier durchzublättern, das Junk Journal Käthe. Und während ich dieses Junk Journal gemacht habe, hatte ich so ein paar Geschichten im Kopf. Irgendwie habe ich gedacht, als junges Mädchen, vielleicht so mit 12, 13, wäre das genau die Sorte Buch gewesen, die ich gerne auf dem Dachboden gefunden hätte. Ein Tagebuch von meiner Oma mit schönen alten Bildern und mit vielleicht ein paar alten Geschichten und irgendwelchen Orten, wo sie hingereist ist oder so. Und meine Oma hieß nun mal Käthe und ich hatte eine tolle Oma, das kann ich euch mal sagen. Und deswegen habe ich gedacht, dieses Buch, das widme ich ihr jetzt einfach. Sie war nämlich auch jemand, der sehr kreativ war, sehr wohlwollend und immer für ein Späßchen zu haben. Und irgendwie finde ich, ja, dass das gut ist, ein Buch nach ihr zu benennen. Jetzt schauen wir uns das mal an. Ich habe ja schon zwei Journals gemacht mit diesem Stoff. Das heißt, den kennt ihr eigentlich schon. Da hatte ich ja schon die Lady Catherine und die Lissy draus gemacht. Und ich hatte noch ein bisschen was über. Und weil der mir so gut gefallen hat, habe ich gedacht, wir machen noch eins. Hier habe ich dann jetzt mit so Brads, so Herzchenbrads, habe ich mal das Band hier dran gemacht. Das gucken wir uns auch gleich noch genau an, was das für eins ist. Hier ist ein wirklicher, das ist ein Beschlag, ein Möbelbeschlag. Für eine Schublade oder von einem Schrank, weiß ich nicht mehr, habe ich mir auf dem Flohmarkt gekauft. Weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, wo die dran waren. Und ich habe das jetzt mit den Signaturen mal ein bisschen anders gemacht. Ich habe die einzelnen Signaturen einfach alle so in Stoff eingeschlagen. Da diese Videos immer ein bisschen zeitversetzt kommen, bin ich nicht sicher, dass jetzt zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video ausgestrahlt wird, ob diese Stoffstücke schon im Shop sind oder ob die erst noch kommen. Wir haben nämlich solche Sets, die habe ich aufgetrieben und ich fand die sehr toll in so schönen Farbkombinationen, dass man eben einfach die wie eine Seite in sein Journal reinbauen kann. Das heißt, wenn sie jetzt noch nicht im Shop sind, wenn der Link da unten noch nicht drunter ist, dann kommt das in Kürze. Ja, und hier vorne habe ich halt einfach eine Collage gemacht mit ganz viel Spitze. Hier ist so eine Borte, die ich noch hatte. Und das ist einfach Wellpappe hier. Finde ich immer einen coolen Effekt, wenn man Wellpappe einfach ein bisschen kaputt macht und ein bisschen anstreicht mit Acrylfarbe. Ja, und so kam dann eben dieses Cover zustande. Hier habe ich ein schönes Seidenband zum Zumachen. Das haben wir auf jeden Fall bei uns im Online-Shop. Das ist so eine Stretch-Seide. Das ist eigentlich was, wo man Strumpfbänder mit näht oder an Strümpfe, an so halterlose Strümpfe oben dran kommt. Ich finde, es ist aber bestens geeignet, um Junk Journal zuzumachen. Also einmal, weil das so schön nachgibt, ist das schon cool. Und auch so für Bellybänder oder so. Und es ist so ein ganz bisschen, seht ihr, das ist so ein bisschen glänzig. Es ist also ein wunderschönes Material. Tja, und jetzt stellen wir uns also vor, auf dem Dachboden findet man ein altes Buch mit der Geschichte von ja, der Oma oder einer Person, die in diesem Haus gelebt hat. Und ich hatte halt natürlich meine Oma im Kopf. Meine Oma hat nie in diesem Haus gelebt, in dem ich jetzt wohne. Aber ich könnte es mir gut vorstellen, dass sowas von ihr eben irgendwo zwischen irgendwelchen alten Brettern auf dem Dachboden herumgelegen hätte. Dann haben wir hier vorne erstmal einen Umschlag. Und in diesem Umschlag sind ein paar alte Bilder. Alte Fotos. Ich hatte ja dieses Tutorial gemacht zu diesen Cabinet Cards. Da habe ich noch eine. So habe ich die gemacht. Und vielleicht hat jemand, der dieses Buch bekommt, ja Lust, aus solchen Bildern hier ja nochmal so Cabinet Cards zu machen. Dieses Bild ist übrigens nicht meine Oma, das ist meine Mutter als Dreijährige. Und dann ist hier hinter noch eine schöne Klappe und da ist dann noch eine richtige, ganz alte Postkarte. So waren Postkarten früher und da konnte man tatsächlich auch, habe ich mir sagen lassen, Geld mit überweisen mit diesen Karten. Das ist dann die Bescheinigung des Empfängers und da wurde dann eben, ja, wie gesagt, eine Geldanweisung. Da konnte man jemandem Geld schicken mit. Finde ich total cool. Das war noch vor dem Euro-Scheck. Kann sich irgendwer noch an Euro-Schecks erinnern? Und dann einfach noch eine Karte, die vielleicht in diesem Journal ist, die man noch hätte verschicken wollen oder man kann was draufschreiben, was für eine Post man halt so bekommen hätte. Und ein kleines Heftchen, das kann man auch ganz einfach aufmachen. Das ist auch mit einem Gummiband hier drin, damit man die Seiten auswechseln kann. Wenn die mal vollgeschrieben sind, dann kann man hier einfach neues Papier reinmachen. Und die erste Seite ist dann schon gleich so ein richtig schöner Blümchenstoff. Und solche Stoffe kenne ich tatsächlich auch von meiner Oma. Die hatte nämlich immer Schürzen an. Kennen wir noch von früher, ne? Von unseren Müttern zum Teil. Von den Omas auf jeden Fall. Die hatten immer solche Schürzen im Haushalt an. Zum Teil einfach zum Umbinden. Und manche waren auch vorne so geknöpft, so Kittelschürzen. Ja, das ist, erinnert mich da ganz dolle dran. Und das habe ich hier mit einem Klettverschluss dran gemacht. So, damit das da nicht so rumflackt, weil das fällt ja sonst immer so runter. Der Stoff hatte ich lange überlegt. Moment, ich muss hier mal gerade zubinden.
Sonst gibt das hier so ein Gewurstel. Hatte ich mir halt überlegt, wie ich das mit den Stoffen da am besten mache, weil ich das, wenn ich ein Buch zumache, immer blöd finde, wenn die Seiten dann so nach unten rutschen. Und dann war die schnellste und einfachste Lösung tatsächlich einfach einen Klettverschluss da dran zu kleben. Und dann bleibt das auch zu. Und das ist eben das Vintage Romance Papier nochmal, was ich hier verwendet habe. Ich glaube, es ist auch ein bisschen was aus dem Time Traveler. Ihr wisst ja schon, Lady Traveler. Ihr wisst ja schon, dass ich sehr dazu tendiere, meine Papiere einfach alle so ein bisschen zu mischen und alles, was hier noch so rumliegt, so zu verarbeiten. Dann haben wir hier einen kleinen Charme. Da steht drauf, Made with Love. Und das ist auch so. Mit ganz viel Liebe, die Seiten hier alle schön gestaltet. So, viel Platz zum Schreiben. Natürlich sind die Seiten in Tee gefärbt, wie immer, das ist ja klar. Kleines, ja, Kalenderblatt vielleicht. Und dann ist hier auch noch ein bisschen Stamperia-Papier. Das ist dieses Cats and Orchids-Papier. Und zum Teil Princess habe ich hier auch verwendet. Da hatte ich auch von beiden noch ein bisschen was über. Und da habe ich gedacht, oh, die kannst du ja wunderbar miteinander kombinieren. Passt von Farben und vom Stil her und von allem. Ja, geht wieder vor der Kamera nicht. Machen wir gleich. Mit der schönen wollte ich noch darauf hinweisen. Ich habe noch ein paar von diesen wunderschönen sternförmigen Büroklammern. Die gefallen mir so gut. Habe ich gedacht, muss man das da festmachen. Ja, ne? Das hier ist ganz eindeutig aus dem Time Traveler. Und eine alte Buchseite, bisschen gestempelt, bisschen Washi-Tape. Hier habe ich dieses Papier. Das ist so ein Pastell-Druckerpapier. Also ganz normales pastellfarbenes Druckerpapier. Und das habe ich in Tee gebadet. Und ich finde, das ist, man sieht es kaum, aber wenn man es anfasst, merkt man es schon. Das ist also sehr schön geworden. Kann ich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Ja, und dann eine Brottüte. Und auch hier ist jetzt nochmal ein Umschlag drin. Vielleicht mit ein paar Briefmarken. Weil man ja damals Post geschrieben hat, Briefmarken und Postkarten und solche Dinge, das gehörte ja so zur Standardausrüstung. Ich weiß, dass meine Oma immer Briefmarken im Portemonnaie hatte. Eine Eintrittskarte, nein, eine Fahrkarte, keine Eintrittskarte, steht sogar noch die Abfahrtszeit hinten drauf. Die ist aber fake, ne? Das ist keine alte. Und ja, solche Dinge, denke ich, hätte Oma wahrscheinlich in ihrem Tagebuch aufgehoben. Sie ist sehr gerne gereist, wenn die uns besucht haben, sind sie immer mit dem Zug gekommen. Und das war immer sehr aufregend, zum Bahnhof zu fahren mit dem Fahrrad und die Oma abzuholen und dann den Koffer hinten auf den Gepäckträger drauf zu packen. Und dann hat man das Fahrrad natürlich geschoben und ist dann mit der Oma zusammen nach Hause gelaufen. Und das waren immer so Highlights. Besuche von Oma waren ein Highlight. Der Opa war natürlich auch dabei. Der Opa, der war sehr viel ruhiger und der war ein bisschen streng. Aber ich fand unseren Opa trotzdem klasse. Mein Opa war nämlich Pfarrer und der konnte wunderschön erzählen. Ich habe immer sehr gerne Spaziergänge mit dem gemacht. Der hat mir zum Beispiel auch im Feld und so immer beigebracht, wie die ganzen Blumen heißen und die Bäume und die so Gräser, so Sauerampfer, dass man den essen kann und sowas alles. Das habe ich alles von meinem Opa gelernt, wenn ich mit dem spazieren gegangen bin. Das war immer sehr schön. Ja, und hier habe ich noch ein paar alte Bilder, aus denen man nochmal solche Kabinettcards machen könnte. Ja, so vielleicht war in etwa die Mode, als meine Oma ein kleines Mädchen gewesen ist. Ich nehme mal an, so in etwa hatte man sie ausstaffiert. Ich habe keine Kinderfotos von meiner Oma. Das ist alles im Krieg verloren gegangen. Das ist ein Magnet, ein Magnethalter. Ne? Da hat der Kleber nicht gut gehalten, muss ich nochmal nachkleben. So. Und damit ist die Karte hier festgemacht. Sieht man also hier in der Mitte den Magneten. Nochmal mit ein bisschen Kleber nachhelfen, dass das hier schön hält. Und dann habe ich hier einfach ein bisschen das verziert mit der Schablone. So. Und hier sind dann auch nochmal so kleine Ephemera-Sachen drin aus unseren Bastelsets. Wir haben ja immer diese Mini-Briefumschläge zum Ausschneiden und zum selber falten. Und da könnte man das Journal dann hier noch weiter mit verzieren. Doch so da die über waren, ich die hier einfach mal mit rein. Für kleine Briefchen oder kleine Einladungen oder irgend sowas. Ja, und ein schöner Sonnenschirm, der gehört ja auch dazu zur Ausstattung. Ich weiß nicht, müsste mal nachschauen, wann meine Oma genau geboren wurde, aber die müsste also auch so 1900 vielleicht, 1905, 1910, also so irgendwie in der Ecke müsste sie geboren sein. Die hat auf jeden Fall noch als Kind das Kaiserreich noch miterlebt. Vom Opa weiß ich das, der war Jahrgang 1899, bei der Oma muss ich mal nachfragen. Hier habe ich dann ein paar Sticker mit reingemacht, einfach damit man das Junk Journal hier noch weiter verzieren kann. Das ist dann ein Stoff, der ist so ein bisschen abgeschnitten. Das habe ich mit der Zackenschere gemacht, damit das nicht so sehr ausfranst, weil ich fand, dass das zu dem Papier so schön passt, hier dieses Lila. Und den Stoff habe ich übrigens auch in Tee gebadet. Ne? Der sieht man auch, dass der hier lauter so Ränder hat und so. Da habe ich, den habe ich einfach mit dem Papier zusammen im Tee versenkt, damit der so ein bisschen diesen Dachbodencharakter bekommt. Hier habe ich den auch wieder schön mit dem Klettverschluss einfach festgemacht, damit es nicht rumdengelt.
Ja, eine Großmama. Das ist übrigens aus einem Heidi-Buch, was ich auch auf dem Flohmarkt mal gefunden habe. Ein ziemlich vergammeltes war das. Habe ich dann für einen Euro habe ich es mitnehmen dürfen. Und ein paar von den Bildern, die fand ich ganz nett, die habe ich also rausgenommen. Und ja, ein Teil davon konnte man nur noch entsorgen, der war so zerfleddert. Aber das, was zu retten war, ja, das kann man ja noch verwenden. Jetzt muss ich aber sagen, diese Oma, die sieht so Oma-Oma-mäßig aus. Und so war meine Oma nicht. Meine Oma war für die damalige Zeit eine sehr moderne Frau. Die hatte zum Beispiel auch immer kurze Haare, die war immer ziemlich flott angezogen. Und es war einfach eine ziemlich verrückte Nudel. Die hatte immer, wenn die Oma da war, dann wurde immer sehr viel Unsinn gemacht. Die hat also wirklich witzige Dinge mit uns veranstaltet. Ich muss euch mal einen Schwank aus meiner Jugend erzählen. Da waren Oma und Opa zu Besuch und wir wollten einen Ausflug machen. Also die ganze Familie wollte irgendwo hin. Ich weiß nicht, ich war noch in der Grundschule. Ich war vielleicht so in der zweiten Klasse, höchstens in der dritten. Und mein Zimmer sah wieder aus wie Kraut und Rüben und meine Mutter hat gesagt, ich soll aufräumen, bevor wir losfahren. Und dann hatte ich aber keine Lust zum Aufräumen. Dann habe ich das alles, was da rumgeflogen ist, habe ich alles unter das Bett gestopft und habe die Decke ganz weit runtergezogen. Dann war ich natürlich nach 5 Minuten fertig und habe gesagt, ja, ich habe aufgeräumt. Und meine Mutter kommt, ne? die ist ja nicht doof. Die hat natürlich sofort unter das Bett geguckt, weil sie gesehen hat, dass da was nicht stimmt. Und dann hat es ein Donnerwetter gegeben. Und sie hat gesagt, ich räume jetzt hier sofort picobello auf oder ich darf nicht mitkommen. Dann bleibst du zu Hause so und hast jetzt Stubenarrest, so lange, bis hier Ordnung ist. Dann habe ich natürlich auf dem Bett gesessen und geheult, ist ja klar. Und wir haben damals in so einem Bungalow gewohnt. Und dann hat es an meinem Fenster geklopft und wer stand vor dem Fenster? Oma. Und dann hat die einen Putzeimer umgedreht und hat sich da drauf gestellt und ist zu mir ins Zimmer geklettert, durchs Fenster und hat mir beim Aufräumen geholfen. Und hat dann noch gesagt, wir können jetzt nicht so ganz so picobello aufräumen, sonst merkt die Mama das. Und als sie fertig war, ist sie wieder raus aus dem Fenster und hat gesagt, ich soll jetzt die Tür ein bisschen aufmachen, soll die Mama rufen und soll mich entschuldigen. Und soll ihr zeigen, dass ich aufgeräumt habe und dass ich es picobello und ganz ordentlich mache, wenn wir wieder da sind. Und dass ich aber bitte, bitte mit möchte. So, ja, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann meine Mutter gerufen und die kam dann auch an und hat sich das angeguckt und hat dann auch gesehen, dass ich mir wirklich Mühe gegeben habe. Und ich glaube, sie wollte mich auch nicht so gerne zu Hause lassen. Meine Oma stand nur hinten dran und grinste und dann durfte ich mit. No. Und selbstverständlich habe ich am nächsten Tag das Zimmer picobello aufgeräumt mit Staubsaugen und allem drum und dran. Und wer hat mir geholfen? Und diesmal ganz offiziell, natürlich die Oma, ist ja klar. Ne? Und dann denke ich immer, so eine Oma muss man haben als Kind, oder? Beziehungsweise habe ich mir aber fest vorgenommen, wenn ich mal Enkelkinder habe, ich möchte so eine Oma sein. Und meine Tochter wird mich wahrscheinlich erwürgen, wenn sie es irgendwann mal zu hören kriegt. Meine Mutter kennt die Geschichte inzwischen natürlich. Und ja, ich weiß es nicht. Sie findet es ziemlich lustig, weil sie sagt, das wäre so typisch. Ich meine, es ist ja ihre Mutter, sie weiß ja, wie sie war. Ne? Tja, und so einer Oma kann man dann auch mal ein Junk Journal widmen. Ja, hier sind dann Fächer. Das ist auch was meine Oma mir beigebracht hat. Sie hat mir gezeigt, wie man den Fächer mit einer Hand auf und wieder zumacht. Die hatte nämlich so tolle Sachen. Die hatte so einen Frisiertisch. Ja, sowas hat heute auch kein Mensch mehr. Diese Frisiertische mit diesen vielen Spiegeln, die man so einstellen konnte, als ob man da 100 Mal sitzt an diesem Tisch. Och, und Lavendelwasser, das war toll. Ja, und da gab es auch eine Schublade mit einem Fächer und da hat sie mir dann eben gezeigt, wie man mit einer Hand einen Fächer auf und zumacht. Toll. Ich kann euch nur sagen, toll. Ja, hier habe ich dann einfach eine von meinen Karten. Die habt ihr vielleicht in meinen Aquarellkastenmalereien gesehen. Da habe ich solche Karten gemacht mit der After-Aid-Tüte. Da ist dann noch ein kleiner Hoffnung, ein kleiner Tag drin. Hoffnung, ich muss jetzt lachen, weil ich denke immer so, wenn ich an meine Oma denke, auch wenn sie schon lange, lange nicht mehr lebt, dann denke ich immer, Hoffnung passt zu ihr. Die war immer eine sehr hoffnungsvolle, fröhliche Person, immer sehr lustig und ja, sehr, sehr lebensfroh. Ja, hier habe ich dann einfach eine kleine Collage hingemacht. Wer kämpft, kann gewinnen oder verlieren. Und wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Also nicht einfach hinnehmen, sondern immer versuchen zu kämpfen und das Beste draus zu machen. So, hier habe ich dann noch eine Büroklammer dran gemacht. Da habe ich einfach einen Sticker drauf gemacht. Und hier hinten, wo wir gerade von Oma reden, natürlich, sie hat ja so wahnsinnig gerne Karten gespielt. Und das ist eben ein altes Kartenspiel von ihr. Kanaster, sie hat es geliebt, Kanaster zu spielen. Und hatte immer diese Reisesets, sie hatte also immer solche Spielkarten dabei. Und ich habe nicht gerne Karten gespielt, das tue ich heute noch nicht gerne, muss ich gestehen. Na, machen wir nachher. Weil das war mir, ich weiß auch nicht, macht mir nicht so viel Spaß. Aber diese Karten, die liebe ich sehr. Und ich habe mehrere von diesen Sets, darum kann ich also auch ohne Weh und Ach ein paar weggeben und kann die hier in mein Junk Journal machen.
Und ich glaube, dass das meiner Oma sehr gefallen hätte, wenn sie wüsste, dass ihre Karten hier in so einem Buch, was ich selbst gebastelt habe, gelandet bin. Ja, dann haben wir nochmal eine von diesen Kabinettkarten. Ich hatte ihn ja Richard getauft, den Herren hier. Mein Opa hieß nicht Richard, aber das muss er ja auch nicht. Und so hat er auch nicht ausgesehen. Aber so ähnlich eigentlich, wenn ich mir so Fotos von ihm anschaue. So, und dann einfach nochmal eine Postkarte. Könnte man sich vorstellen, dass man nach Paris gereist ist. Vielleicht hat es von Richard ein Liebesbriefchen gegeben. Das weiß ich natürlich nicht, denn solche Dinge hat man mir als Kind ja nicht erzählt. So, dann habe ich hier einfach eine Karte reingemacht. Da könnte man, das ist tatsächlich eine Karte von irgendwas. Ich weiß nicht, ob da Stempel oder sowas drin waren. Da sind ja immer diese Pappdinger hinter. Aber das war so hübsch und da habe ich gedacht, das heben wir mal auf. Es ist ja Stainless Steel, es war ein Die-Cut. Hier muss ein Die-Cut drauf drin gewesen sein als Hintergrund. Ja, und dann habe ich hier hinten einfach ein bisschen mit dem Prägefolder-Papier bearbeitet. Und da steht drauf, du bist tapferer, als du glaubst, stärker, als es scheint und klüger, als du denkst. Und das hätte mir auch eins zu eins meine Oma sagen können. Denn genau so war sie. Die hat einen immer ermuntert und einem immer Mut gemacht und immer gesagt, du schaffst das. Creativity. Ja, und dann ist noch ein bisschen Platz für eine kleine Notiz. Noch eine alte Buchseite und eine Spitze. Hier könnte man, das war gar keine Absicht, das sehe ich jetzt erst, aber das ist ja fast wie eine Einstecktasche, so wie die geklebt wurde. Also hier könnte man auch noch was einstecken. Und dann mit der Schablone ein bisschen bearbeitet, ein kleiner Farbeffekt, damit das alles ein bisschen interessanter wird. Und damit ihr richtig viel Platz habt, wenn jemand so ein Buch hier bekommt und da dann auch seine eigene Geschichte reinschreiben kann. Ja, hier ist dann noch so ein Mini-Tag. Einfach so, hier könnte man auch noch ein Foto reinmachen oder einen schönen Stempel vielleicht. Eine von unseren Ledger, unseren Planerseiten noch. Und das ist auch aus dem Vintage Roman Set. Zur Dekoration, ein bisschen Dudelblumen, vielleicht hat jemand Lust zu dudeln. Das macht ja eigentlich auch immer Spaß und irgendwie muss man ja auch in diesem Journal so ein bisschen so eine eigene Zeichnung reinbringen. Hier habe ich dann aus dem Stoff, das seht ihr, das ist immer der Anfang und das Ende der Signatur. Ne? Das sind also zwei Signaturen, die ineinander übergehen und da habe ich kurzerhand die Stoffseiten zusammengeklebt. Natürlich habe ich nicht genäht, das ist mir im Nähen nicht so, habt ihr es da ja schon. Und das mit Pappe ein bisschen verstärkt und dann ist hier natürlich noch ein Heftchen drin. Ein kleines Extra-Heft mit dem Stemperia-Papier. Und mit dem Papier aus unserem Set für, ich weiß nicht, vielleicht ein Gedicht oder ein Liedtext oder irgendwas Nettes. Vielleicht ein ganz besonderer Tag, wo du irgendwas drüber aufschreiben möchtest, was du dich erinnern willst. Und dann ist das hier in so einer Tasche ja sehr gut aufgehoben. Hier hinten ist noch ein kleiner Briefumschlag dran. Und da ist auch noch ein Zettelchen, ein Briefchen drin. Und auch das ist aus dem Vintage Roman Set. Aus diesem Briefumschlag und Zubehörpapier. Das sind ja immer diese Dekoblätter, die da mit drin sind. So, in einem kleinen Mini-Umschlag. So, dann haben wir noch mal viel Platz zum Schreiben und immer schön auf alt getrimmt mit ein bisschen Stempelfarbe und ein bisschen Aquarellfarbe habe ich da mit reingenommen. Daher kommen diese Effekte hier. Da war ich einfach mit der Aquarellfarbe zugange. Das wäre also so ein richtig schönes Tagebuch. Ich könnte mir so richtig vorstellen, wie dann lauter Geschichten drin stehen und schöne Fotos drin kleben vielleicht von irgendeiner lieben Person oder Familiengeschichten vielleicht. Das wäre ja auch schön, so ein richtiges Familienstorybuch mal zu machen. Hier sind so ein paar kleine Texte dran. Dream, Love and Believe. Träume, Liebe und Glaube. Ja, ich glaube, mit den drei Eigenschaften kommt man schon ziemlich weit, ne? Ich weiß gar nicht, ob so ein Journal eigentlich immer unbedingt so eine Funktion haben muss. Bei mir ist es tatsächlich so, dass meine Junk Journals alle, jedes einzelne Buch ist für irgendwas da. Das eine ist ein Art Journal, das andere ist für die Gedichte. Dann habe ich eins, wo meine ganzen Ideen drin stehen. Und ich habe so ein Erinnerungsbuch. Ich habe ein Buch für My Favorite Things, heißt das, meine Lieblingssachen. Und das sind eigentlich in allererster Linie Menschen. Und Dinge, die diese Menschen mir irgendwie geschickt haben, irgendwelche Postkarten und Fotos und was weiß ich, irgendwelche Gedichtchen auch, die ich mal geschrieben bekommen habe, die habe ich da alle drin gesammelt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie gefällt es mir immer, mein Junk Journal einer ganz bestimmten Aufgabe zu widmen. Aber nötig ist das ja nicht, man kann das ja auch einfach als Buch nehmen und da alles Mögliche drin sammeln. Fällt mir nur so ein, wenn ich da so durchblättere, das war mir bis jetzt selber noch gar nicht so klar, dass ich da jetzt einfach so, wenn ich so drüber nachdenke, dass es tatsächlich so ist.
dass ich mir gut vorstellen könnte, ein Junk Journal zu machen mit der Familiengeschichte, wo ich tatsächlich mal die ganzen Fotos, die alten, zusammensammle von den Omas und den Opas. Meine Mutter hat mir ein Fotoalbum gemacht, wo auch von den Urgroßeltern zum Teil noch alte Bilder drin sind, alles, was eben noch so vorhanden war. Und hat mir auch dazu geschrieben, wer das alles ist, weil die kennt ja dann auch keiner mehr, wenn man so alte Fotos findet. Und die alle mal zu kopieren und da ein Junk Journal draus zu machen und über die einfach auch aufzuschreiben, was ich von denen so weiß. Das ist ja nicht mehr viel. Es ist ja ganz viel einfach auch verloren gegangen. Aber ja, das wäre vielleicht auch mal eine Idee. Vielleicht sollte ich so ein Buch sein und machen und das sollte dann das Buch sein, was irgendwelche Enkelkinder, die ich vielleicht irgendwann mal habe, auf dem Dachboden finden. Wieso bin ich da eigentlich noch nicht drauf gekommen? Das wäre doch mal eine Inspiration, dass wir solche Bücher machen und die hinterlassen für unsere Nachkommen und ihnen dann da reinschreiben, wie wir hier gesessen haben und aus allem möglichen Kram Junk Journals gebastelt haben und in der Corona-Krise nicht wussten, was wir treiben sollten und es irgendwie mit den Impfungen nicht geklappt hat. Das ist ja mal auch ein Stück Zeitgeschichte. Das ist, wenn man da mittendrin steckt, ist einem das immer gar nicht klar. Das wäre doch eigentlich mal eine coole Sache, so ein Junk Journal zu machen und sowas alles aufzuschreiben und das dann wirklich irgendwo zu deponieren und zu denken, dass das dann irgendwann irgendwer in 50 Jahren findet und sich mal anguckt und denkt, ach, guck mal an. Die Oma Jutta, ne? Da war sie noch jung. Relativ. Okay, hier haben wir dann nochmal so Stoff. Diesmal habe ich ihn dann nicht festgemacht. Die sind ein bisschen kürzer und irgendwie habe ich dann hinten weiter, wenn die weiter hinten sind, da ist mehr dahinter, da hält das besser. Also man muss sie also nicht unbedingt alle mit diesem Klettverschluss festkleben. Geht auch so. Ja, das ist wieder so eine Seite, auf der nichts drauf ist, aber ich finde sie ganz besonders schön, weil sie so fleckig ist und das hier mit dieser Schablone mit der Schrift so gut geklappt hat. Das sieht so richtig schön alt aus. Da habe ich immer Spaß, wenn was so gut funktioniert. Ja, und dann habe ich noch einen kleinen Spruch hingeklebt, einer von meinen Lieblingen von Walt Disney. If you can dream it, you can do it. Wenn du es träumen kannst oder wenn du es dir vorstellen kannst, dann kannst du es auch machen. So schöne romantische Blumen, ganz viel Rosa, muss passen, weil irgendwie... Ich weiß gar nicht, ob meine Oma Rosa mochte, aber ich habe sie immer so in Erinnerung, in so zarten Pastellfarben. Eierschalen. Eierschalfarbene Kostüme. Das war sowas, was sie gerne getragen hat. Und, wieso mir das jetzt einfällt, weiß ich auch nicht. Meine Oma hatte immer ein Haarnetz. Die hatte immer ihre Haare machen lassen und dann hatte sie so ein ganz dünnes Haarnetz. Das hat man aber gar nicht gesehen, sondern immer nur, wenn die Sonne da so drauf geschienen hat. Und das hat mich als Kind sehr fasziniert. Fand ich irgendwie cool. Die Kinder sind schon lustig, ne? Auf was die dann immer so achten. Ja gut, hier haben wir dann nochmal zwei schöne Collagen aus dem Princess Stamperia Set. Und da habe ich auch nochmal einfach zwei Karten reingemacht, die man so aufklappen kann. Da könnte man also auch noch einen schönen Spruch draufschreiben. Ja, und hier steht drauf, ich bin gerade wie ich bin, weil ich mich genau jetzt so brauche. Und das passt jetzt gerade wieder, da schließt sich der Kreis zu meiner Oma. Die hat sich nämlich auch immer gar nicht drum geschert, was irgendwer anderes gesagt oder gedacht hat. Sie hat immer gesagt, ich finde mich gut und wer mich nicht leiden kann, hat keinen Geschmack. Das ist so ein Spruch, den kenne ich schon, seit ich denken kann. Und ich glaube, das macht was mit einem, wenn man sowas zu hören bekommt. So dieses, du bist völlig okay, so wie du bist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist die schönste Botschaft, die man dem Kind, glaube ich, überhaupt mitgeben kann. Und dann noch, das Leben ist zu kurz für irgendwann. Das ist ja mein Wahlspruch. Das habt ihr ja aber schon mitbekommen. Den erzähle ich ja hier nicht zum ersten Mal. Tja. So kann einen das inspirieren. Und ich kann eigentlich immer nur jedem wünschen, wenn man an eine Oma denkt, dass man tolle Erinnerungen an Omas hat. Omas, die einem Pudding zum Frühstück machen. Und vor allen Dingen, dass man Mütter hat, die diese Omas auch gewähren lassen. Ich weiß, dass meine Mutter, wenn meine Tochter bei dir gewesen ist, die hat auch so ein Zeug gemacht. Da gab es auch Pudding zum Frühstück und die hat ihr das Frühstück ans Bett gebracht und dann durfte sie im Bett sitzen und Fernsehen gucken und lauter so eine Schoten, was es zu Hause natürlich nicht gab. Ja, sowas haben wir nicht gemacht. Aber ich habe immer gesagt, das ist die Oma und die soll die nach Strich und Faden verwöhnen und wenn sie wieder nach Hause kommt, dann soll sie sich freuen, weil sie genau weiß, dass es das hier alles nicht gibt, dass sie eine Oma hat, bei der sie so coole Sachen machen konnte. Weil so war das bei meiner Oma ja auch. Und es hat mir überhaupt nicht geschadet. Und es war für mich eigentlich auch kein Problem, meiner Tochter zu sagen, weißt du, Schnecke, bei der Oma kannst du das alles machen, aber wir machen das hier anders. Das hat sie auch sehr gut verstanden, dass da einfach andere Regeln gelten. Und natürlich ist sie deswegen auch wahnsinnig gerne zur Oma gegangen, was wiederum für mich gut war, denn Oma hat sie gerne genommen und ich hatte dann so ein bisschen meine Ruhe. Das war ja auch schön. Deswegen ein Hoch auf die Omas, ne? Wenn man eine tolle Oma hat, ist das für alle Beteiligten, glaube ich, ein Segen. So, haben wir es schon fast geschafft, sind wir schon fast am Ende. Jetzt kommen noch ein paar schöne Seiten aus dem Buch. Ach so, hier sind noch die Sticker.
die dürften jetzt inzwischen vielleicht auch bei uns endlich im Shop gelandet sein. Die sind aus so einem ganz dünnen Papier. Wenn man die aufklebt, sind die fast durchsichtig. Und dann kann man immer so schön den Hintergrund von dem Papier noch durchsehen. Und das gefällt mir so gut, weil das so ein bisschen so aussieht, als wäre das draufgedruckt. Das ist also eine echt coole Sache. Da habe ich mich sehr gefreut, als ich die entdeckt habe. Ja, das ist ein altes Rezept. Das habe ich aus einer amerikanischen Happy Mail habe ich das bekommen. Der hat mir einen ganzen Blog geschickt mit lauter solchen alten Apothekenrezepten. Und wenn man an Oma denkt, dann denkt man ja auch automatisch immer so ein bisschen an Baldrian und Rheumasalbe und solche Geschichten. Und deswegen muss natürlich da auch ein Rezept mit rein in so ein Buch, das ist ja klar. So, und hier hinten nochmal ein schönes Stück Stoff mit den schönen Teeflecken drauf. Und noch eine Postkarte, eine Aquarell, gestempelt gemalte Karte von mir. Dream, träumen, ja, träumen ist schön. Und alte Familien von alten Familiengeschichten vor sich hin träumen ist, finde ich auch schön. Und dann habe ich hier noch ein paar schöne Lesezeichen. Da hatte ich auch sehr viel Spaß, die zu bearbeiten. Die haben vorher ein bisschen anders ausgesehen. Da habe ich also so mit Gesso und mit Gilding Wax und so habe ich die ein bisschen aufgerüscht. Die fühlen sich auch ganz interessant an, weil die so einen ganz matten Touch haben, so einen Soft-Touch. Und die könnte man vielleicht ja im Buch noch verteilen. Und meine Oma hat sehr gerne gelesen, darum passen sowieso auch Lesezeichen hier gut rein. So, das war also ein kleiner Trip auf der Straße der Erinnerung. Und jetzt hoffe ich doch sehr, dass alle, die jetzt zugehört haben und denen das Spaß gemacht haben, auch schöne Erinnerungen und liebe Omas und lustige Omas hatten. Und ja, vielleicht habt ihr ein paar Storys für mich oder ein paar lustige Kommentare oder Begebenheiten, die ihr mir hier unten drunter schreibt. Das lese ich ja immer so gerne, wenn ihr mir dann so eure Storys dazu erzählt. Oder ich kriege ja dann auch immer wieder mal E-Mails, wo ich so Geschichten erzählt bekomme. Und das macht mir immer sehr, sehr viel Spaß, das zu lesen und ja auch einfach so zu sehen, wenn man sowas erzählt hier oder sowas macht, dann schubst man ja irgendwas an. Und dann einfach so zu sehen, was hat das in Bewegung gesetzt. Also wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir sehr, sehr gerne einen Daumen hoch. Schreib mir gerne einen Kommentar und falls du das noch nicht getan hast, abonniere meinen Kanal, dann wirst du noch ganz viele solche Bücher zu sehen bekommen, du wirst noch ganz viele Geschichten hören, die mir immer so einfallen und vor allen Dingen wirst du ganz viele kreative Ideen bekommen, die ich dir hier zeige und die ich hier teile. Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.